Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Art Deco Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Art Deco Adventskalender kostet 59,95 Euro und soll 23 Originalprodukte im Wert von 220 Tacken beinhalten. Jedenfalls steht das auf dem Klebi da drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Letztes Jahr war der Inhalt ja relativ durchwachsen. Hatten wir relativ viele Füllprodukte irgendwie auch drin, ne? Ja, aber ich glaube, viele Lippenprodukte waren auch mit dabei, ne? Mal schauen, was dieses Jahr drin ist. Ach Gottchen, das finde ich jetzt mal hübsch, ne? Man kann ihn so auseinanderklappen. Ja, es ist leider nur ein Kläppchen-Adventskalender und man kann ihn nicht wieder befüllen. Aber das sieht schön aus. Meine Herren, ne? Da kann man das individuell so stellen, wie man möchte. Eine schöne Weihnachtslandschaft. In den Kläppchen stehen auch noch so ein paar Infos drin. Und ja, ich fange mal an mit der Nummer 1. Da habe ich drin einen Lippenstift, würde ich jetzt mal so sagen, in der Farbe 20B, 134, 134, keine Ahnung. Hat so eine mattschwarze Verpackung und eine silberne Schrift drauf. Und von der Farbe her, oh, ist das so ein schönes Weinrot, Burgundrot, also eine tolle Farbe, aber sehr mutig. Die Produkte sind sehr, sehr gut hier drin gesichert mit so einem Eierkarton-ähnlichen Inlay. Also sehr nachhaltig fast schon, ne? Dass wir hier nicht Plastik haben. Hier haben wir einen Monolidschatten drin und zwar die Farbe 69A Pearly Smoke Blue. Also sehr speziell von der Farbe her, genauso wie der Lippenstift ja auch. Aber ich muss sagen, dass ich das cool finde, wenn wir in der Adventskalender einfach ein bisschen andere Farben als das klassische Nude und so drin haben. Natürlich ist es dann nicht für jeden tragbar, aber dieses etwas Speziellere mag ich persönlich ganz gerne. Und mal schauen, vielleicht haben wir hier, ich mache hier gerade den Klebi ab, den Knibbel hier oben ab, vielleicht haben wir hier auch tatsächlich dann sogar so eine Palette drin, wo wir die einzelnen Monos oder was auch immer hier noch drin sein wird, hoffentlich auch Blush, Bronzer und sowas, ne, reinpacken können. Und ja, so ein wie der Name schon sagt, so ein Pearly Shine, also ein Schimmerton. Okay, hier ist dann wohl das Produkt, was das 24. Produkt ist, was nicht das Originalprodukt ist, weil es sind ja von 23 Produkten die Rede gewesen. Herzlichen Glückwunsch, wir haben Sachet hier drin. Wonder Skin Primer, 2 ml, und der soll feuchtigkeitsspendend sein. Herzlichen Glückwunsch und den Turn perfektionieren. Sowas finde ich in Adventskalendern, die über 30 Euro kosten, tatsächlich nicht gut. Darüber freue ich mich gerade extrem. In der 4 haben wir einen richtig geilen Nagellack drin. Und das ist die Farbe Keramik Nail Lacquer ist die Bezeichnung von dem Nagellack. Also 10-20. Inky 77, also ich weiß nicht, 6 ml haben wir hier drin. Ich weiß nicht genau, was die Farbdings da ist. Oh, ich komme mir gerade nicht klar mit meinen Worten, weil das so schön aussieht, ne? Guck mal, wie geil das aussieht. Oh, den muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie der so auf Nägeln aussieht. Das ist so bläulich, grün, türkis, Schimmer, geil. Am Tag vor Nikolaus, am 5. Dezember, haben wir ein Kajal hier drin. Joa, ne, ist ein Klassiker, 1,1 Gramm, Kajalliner 02. Ist einfach ein schöner schwarzer Kajal. Kann man gebrauchen, wenn man sowas verwendet. Ist so zum Anspitzen, deswegen haben wir hier sicherlich auch einen Anspitzer drin. Und ja, ist okay. Wow, zu Nikolaus haben wir eine Mascara hier drin, die habe ich tatsächlich schon. Die Amazing Effect Mascara Mini Brush Maxi Volume, ja, ist das. 6 Monate darfst du die maximal offen haben. Da sind 6 ml drin und ich glaube, dass es auch wirklich Full Size dann ist, ne? Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, wie die Bürste aussieht, weil ich die natürlich zulasse, weil wie gesagt, 6 Monate darfst du die maximal offen haben. Geil, finde ich richtig gut. In der Nummer 7 wartet der nächste Lippenstift auf uns. Hier haben wir 12467, wow, 49DN. Also diese Farbbezeichnung von Art Deco fand ich letztes Jahr schon so furchtbar. Weiß ich nicht, also ne, ist halt so silber von der Optik her. Hier steht Art Deco drauf, wunderschön. Also so eine Spiegeloptik, wobei das auch so ein Burgundi ist, ne? Also ähnliche Farbe wie aus der Nummer 1. Ja, okay. Wobei das hier mehr ins Bräunliche geht.
die Nummer 8 aufmachen, dass es kracht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Produkt letztes Jahr schon drin hatten. Oder ich täusche mich gerade, das ist der Art Deco Invisible Lip Contour Stift mit 0,3 Gramm. Das ist nämlich ein total tolles Produkt. Ich habe sowas auch von Miss Lynn hier, aber ich meine, dass wir den auch letztes Jahr schon drin hatten. Und zwar ist es so ein herausdrehbarer Lip Liner, den du wirklich zu jedem Lippenstift natürlich verwenden kannst. Ne? Also du kannst dir den entweder vorher drauf geben, damit quasi du schon mal die Kontur definierst und nichts verlaufen kann. Oder du machst das so, wie ich das gerne mache, wenn ich mir roten Lippenstift auftrage. Da gebe ich mir halt relativ grob erstmal den roten Lippenstift auf und dann gehe ich mit so einem Invisible Lip Liner nämlich noch so von innen nach außen so ein bisschen und definiere meine Lippenlinie so ein bisschen. Ne? Das ist verrückt, aber so mache ich das tatsächlich. Der ist super. Kann man also echt super geil anwenden. Ich liebe Invisible Lip Liner mittlerweile und überlege, ob ich meine anderen alle wegtue, weil im Prinzip brauche ich sie nicht mehr, wenn ich so einen habe, ne? In der Nummer 9 dürfen wir uns über einen Blush freuen und das finde ich richtig cool. 2 Gramm haben wir hier drin enthalten, das scheint eine Special Size zu sein, eben weil es eine doppelte Größe ist. Die Farbnummer ist die 330.A und der schaut so aus. Der hat auch wohl noch so einen Schimmer mit drin und das finde ich echt schön. Ne? Natürlich werden wir hier sicher noch so eine Palette drin haben, wo wir dann die einzelnen Produkte auch reinpacken können. Genau so schaut dann die Farbe auch ohne dieses Viech aus. Cool. Okay, ich glaube, den habe ich auch schon da. Hier haben wir diese Klebeviecher dran. Von Art Deco, das ist ein Art Deco Adventskalender, haben wir in der Nummer 10 ein Eyeliner drin. Richtig geil. Long Lasting Liquid Liner in der Farbe 01, 1,5 Milliliter. Und das ist so ein Filz Eyeliner. Mensch, das finde ich klasse. Das finde ich echt, echt toll. Mutig, aber geil, ist die Nummer 11. Hier haben wir einen Moisturizing Skin Tint drin. Hier sind 25 Milliliter drin. Eine getönte Tagescreme für einen frischen, perfektionierten Teint. Da bin ich ja mal gespannt, welche Farbe das dann sein wird. Weil, ne, sowas ist jetzt ja nicht universell eigentlich. Ich kann das ja mal auf meinem Handrücken... Wow, da sieht es ein bisschen dunkel aus, ne? Das ist wirklich dunkel. Aber ich, verreibe das mal. Es passt sich ein bisschen dem Hautton an, aber ich sollte es, glaube ich, eher tragen im Sommer, weil man sieht hier wirklich den Fleck, ne? Vielleicht werde ich das mal in meinem Fullface Beauty Boxen ausprobieren mit euch zusammen. Wobei, das geht jetzt auch. Ist jetzt ein bisschen gelblich. Ich bin ja eher so neutral oder rosa vom Unterton her. Aber ich finde es super, wirklich, dass sie sich trauen und hier eine Full-Size reinpacken irgendwie, ne? Wahrscheinlich wäre ein Full-Size-Primer für mehr Leute passend gewesen, aber mutig, aber geil irgendwie. Wirklich. Was meint ihr? Schreibt das gerne in die Kommentare. Zur Halbzeit erhalten wir in der Nummer 12 so ein Case, wo wir dann unsere Viecher reinpacken können. Genau, so schaut das aus. Das ist eine Beauty Box Quattro Limited Edition for Eyeshadows. Also da kannst du im Prinzip 4 Lidschatten reinpacken oder, ne, hier ist auch ein Spiegel mit drin, oder du nimmst halt so einen Blush, der ja 2 Felder dann in dem Sinne ausschmückt. Okay, da müsste man natürlich noch dieses Kram von entfernen. Und da könnte man dann noch einen weiteren mit reinpacken und kann das dann, ja, wenn man die Deckel abgenommen hat, zumachen. Ne? Und finde ich an und für sich echt mega. Ne? Also, dass es halt auch mit drin ist, hatten wir letztes Jahr auch mit dabei. Und jetzt habe ich überall diesen... Was ist das denn? So ein... Wisst ihr, wie heißt das? Heißkleber. Heißkleber heißt das. Ja, in der Nummer 13 haben wir so eine Art Mono-Lidschatten drin. Den hatte ich bis letztens noch auf meinem Tisch stehen, habe ich gerade erst aussortiert. Galaxy Eye Powder ist es nämlich. Das ist halt so ein Puffelding hier vorne und in der Kappe hast du das Produkt drin. Benutze ich einfach nicht, muss ich gestehen. 0,9 Gramm, 5622.16, keine Ahnung, 08X. Wie gesagt, Farbbezeichnungen sind hier immer etwas schwierig zu sehen. Ich kann das ja einmal aufmachen, dass wir uns den mal angucken von der Farbe her. Ja, das ist eigentlich ein schöner Champagnerton, also ein schöner Schimmer-Champagnerton, den man auch wirklich mono tragen kann. Letztes Jahr hatten wir einen drin, oder in der Beautybox war das, ich weiß es nicht, der war halt deutlich dunkler und das konnte man nicht mono tragen. Also ich nicht, ne? Ich trage dafür einfach viel zu gerne auch mal helle Looks.
Und das finde ich eigentlich dann doch ganz interessant, aber ich glaube, dass der in meinen Adventskalender 20.000 Abonnenten Verlosungen Geschichte Monolidschatten reinkommt. Da werden ja verschiedene Sachen verlost, also ein Monolidschatten Adventskalender stelle ich zusammen, ein Parfüm, Miniaturen Adventskalender aus den ganzen Adventskalendern, diverse andere Adventskalender, die ich quasi einfach gekauft habe. Zum Beispiel der Look Fantastic Adventskalender ist mit dabei. Der Isana Adventskalender. Der Parfüm Dreams für Männer, den habe ich auch gekauft. Einfach damit die Männer auch was haben. Ne? Also ich mache eine dicke, dicke, fette Verlosung. Und dann auch wirklich auch eine Box, wo ich ganz viele Herzensprodukte reinpacke. Ein Buch von Danny packe ich da mit rein und so. Ne? Also verschiedene Geschichten. Und ja, genau, das kommt noch. Da muss ich noch ein bisschen für sammeln. Also solltest du diesen Kanal noch nicht abonniert haben und möchtest das einfach nicht verpassen, dann mach das schon mal. Ne? Dann einfach hier unten auf Abonnieren klicken, Glöckchen aktivieren, dann verpasst du auch keine Videos. Ich würde mich freuen. In der 14 haben wir noch so eine geile Nagellackfarbe drin und das ist so ein Korall. Richtig schön, 10 ml drin von dem Art Couture Nail Lacquer in der Farbe 013 Inky 40. Ich habe keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat, aber guckt euch diese geile Farbe an. Ne? Sieht ähnlich aus wie der, den ich hier auf dem Nagel trage. Ich weiß gar nicht, welcher das hier ist. Ich glaube, das war einer von Nails Ink. Aber richtig schön. Das finde ich echt schön. Cool. Sie haben meine Gebete erhört, denn letztes Jahr habe ich mich echt beschwert, dass wir super wenig Face-Produkte drin hatten und jetzt haben wir hier in der 15 ein Highlighter drin, richtig geil, 23A Pearly Golden Dawn, Special Size, also doppelt groß, 2 Gramm, mega geil, also das feiere ich gerade so sehr, Leute, ihr macht euch keine Vorstellung, wie cool ich das gerade finde, dass wir hier auch solche, ne, Blush und Highlighter und guten Mono, ne, auch mit drin haben. Das finde ich einfach echt toll. Back to the Nail-Segment in der Nummer 16. Die 901 Color and Care Base Coat braucht man. 10 ml sind hier drin und das finde ich super. Also Base Coats brauche ich immer. Ich verwende immer einen Base Coat, dann 2 bis sogar 3 Schichten von einem Farblack und darüber dann nochmal ein Top Coat, damit meine Nägel halt auch halbwegs halten. Und die lasse ich dann auch wirklich eine Woche drauf, ne? Die Farben da drauf. Und ja, mega. Werden meine Lobpreisungen in der Nummer 17 enden? Nö, eigentlich nicht, denn hier haben wir noch ein Lippenprodukt drin. Aber wieder ein anderes von der Art und Weise her. Ein Full Matte Lip Color Long Lasting ist jetzt nichts, was ich verwende, weil ich mag keine matten Lippenprodukte. Ne? Hatten wir ja eben schon mal das Thema 5 ml. 1881.xx. Keine Ahnung, hier steht auch einfach, doch, 3616Z könnte vielleicht die Farbe sein, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall wirklich ein schöner Nude-Ton. Ein bisschen wärmer ist der tatsächlich. Doch, der sieht hübsch aus, ne? Oh mein Gott, aber meine Nägel nicht. Es tut mir voll leid, die müssen heute neu gemacht werden. Übrigens, diese ganzen Stifte und auch das hier, ne, ist immer so mit so einem Überzieher, damit es irgendwie besser im Adventskalender hält. Und da ist dann der Heißkleber dran. Hier habe ich jetzt den Gang in die Weihnachtswoche. Und zwar in der Nummer 18 haben wir einen Calligraphy Dip Eyeliner in der Farbnummer 24. Ja, es ist jetzt quasi, wir hatten Kajal, wir hatten einen Filz Eyeliner und jetzt haben wir auch noch einen Dip Eyeliner. Gut, das ist jetzt ein bisschen viel, ne? 2,5 ml, aber ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, weil es gibt Leute, die mögen gerne Kajalstifte, dann gibt es die Fraktion Eyeliner, die bin ich, und es gibt die Fraktion Dip Eyeliner. Deswegen, also da ist man immer ganz gut unterwegs und ich glaube aber, hier haben wir eine spezielle Farbe. Weil wenn ich mir das angucke, dann sieht das nach so einem interessanten Grünton aus. Das finde ich schon wieder interessant, weil ich habe ja auch genauso grünbraune Augen, ne? Wobei ich eigentlich eher weniger sowas trage, muss ich gestehen. Das heißt, den werde ich jetzt mal nicht aufmachen, aber das scheint wirklich so ein besonderer Ton zu sein. Also von daher schon wieder cool. Ja gut, das Produkt in der Nummer 19 ist etwas, was ich in meiner Schulzeit wohl damals verwendet habe, aber mittlerweile nicht mehr, weil ich halt einfach auch vollkommen Farblacke verwende, weil ich es auch irgendwie nicht schön finde von der Optik her, muss ich gestehen. Das ist ein Nail Whitener Pen. Ja, ich weiß nicht, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr sowas verwendet. Ich möchte hier auch niemanden bashen. Ne? Es kann auch so sein, dass es nur bei mir nicht gut ausgesehen hat, bei anderen aber richtig toll aussieht. Das ist einfach ein Nagelweiß-Holzstift, genau. Und der schaut so aus. Das ist so ein Stift, den man auch anspitzen kann. Und du gehst damit tatsächlich, nachdem du hier mit, also mit der Kappe quasi, ne, unter den Nägeln sauber gemacht hast, gehst du mit dem Stift unter den Nagel drunter und malst ihn halt von unten an, damit es schöner aussieht, wenn man lange Nägel hat, ne?
Hier habe ich die Nummer 20. Hier sind auch wieder Fäden dran. Das ist so ein Täschchen. Da gucken wir doch gleich mal rein, was sich hier drin befindet, oder? Das ist ein Spiegel. Nee, das sind Blotting Paper, ne? Ja, das sind Blotting Paper. Wenn man eine ölige Haut oder eine Mischhaut hat, ich habe trockene Haut, ne? Also bei mir passiert sowas tatsächlich nicht, dass ich nachöle oder so. Deswegen, aber es kann sehr gut sein, dass gerade, also ich glaube, die meisten Leute haben auch irgendwie eine Mischhaut, ne? Dass sowas dann auch ganz gut im Adventskalender ankommt. Ich finde es ganz süß, ne? Mit diesem Art Kunstleder-Etui. Hübsch. In der Nummer 21 erwartet uns ein Monolidschatten und das ist die Farbnummer 68 Pearly Cloud Dancer. Also es ist, ne, 0,8 Gramm. So ein, wirklich so dieses Smoky Blue, was hier auch mit dem anderen zusammen dann gemacht wird. Aber das ist so ein schönes Eisblau. Das mag ich gerne leiden. Mutig, sehr mutig. In der Nummer 21 haben wir nämlich einen Concealer drin, 22. Nicht 21, zählen kann ich nicht mehr. Krass. Perfect Tint Korrekteur. Hier steht keine Farbbezeichnung drauf. Doch, Light Olive. Wow, die Nummer 60. Krass. Also, den muss ich, glaube ich, wirklich mal swatchen, um zu gucken, ob der vielleicht passt. Müssen wir mal gucken. Komm, wir gucken das gleich mal eben zusammen. Ich befürchte, dass er mir zu dunkel sein wird. Aber ich bin ja neugierig, ne? Aber mutig, gerade Oliv, ne? Ist wirklich eine sehr spezielle Farbgeschichte. Okay, es sieht sehr, sehr grün aus. Ich weiß auch nicht, ob da unterschiedliche Farben drin sein werden. Das ist jetzt einfach nur aufgetragen, ne? Ist nicht verblendet. Muss ich wirklich mal ausprobieren und dann kann ich euch da mal mitnehmen, ne? Ob das funktioniert, aber ich bin natürlich auch jetzt relativ hell. Muss getestet werden. Ganz klassisch, am Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember, haben wir ein Nagelprodukt. Das hier ist ein All-in-One-Nail-Lacker. Das heißt, du hast 4 ml von Topcoat, Basecoat und Klarlack in einem, falls du wirklich einfach mal eben schnell ein bisschen Glanz auf deine Nägel bringen möchtest und Unebenheiten ausebnen möchtest, kommt man damit eigentlich, glaube ich, ganz gut zurecht. Okay, in der 24 haben wir ein Lippenprodukt drin. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, ne? Das ist jetzt irgendwie ein bisschen interessant. Art Deco Hot Chili Lip Booster. Eine Limited Edition ist das. Lippenglanz mit Volumeneffekt. 8 ml, 29Z. Da sind wir wieder bei dieser komischen Bezeichnung. Und ja, das kennen wir ja auch von Catrice und so, ne? Und von Essence gibt es auch. Von Too Faced gibt es sowas. Und hier haben wir halt wirklich, sieht aus wie so ein Feuersturm da drin. Ganz interessant, ne? Also das kann ich mir auch für Weihnachten auf den Lippen vorstellen, dass es dann auch so einen Plumping-Effekt gibt, aber in der 24 hätte ich das jetzt irgendwie nicht erwartet. Fazit zu dem Adventskalender? Ganz schön mutig, würde ich dazu sagen, ne? Also klar, wir haben ein paar Produkte mit dabei, die recht basic sind, so Nagellack, Topcoat, Basecoat, Rampampam, Kajalstift, also diese Base, wir chillen uns und so, aber halt diese krassen Farben vom Nagellack, dann diese speziellen Base-Farben, was ich echt hart finde, aber ich glaube, das wird mir echt zu dunkel sein, und das beides halt in Full Sizes, ja, also mutig, aber irgendwie finde ich den cool. Frag mich nicht warum, aber ich finde den irgendwie cool. Auch was die beiden Lidschattenfarben angeht, halt dieses Blau ist einfach mal was anderes, finde ich auch cool. Dass wir einen Blush und einen Highlighter dabei haben, finde ich geil. Gut, wenn ich so dunkle Base-Produkte habe, brauche ich eigentlich auch keinen Bronzer mehr, aber ein Bronzer wäre schon cool gewesen, vielleicht dafür ein Eyeliner weg oder so. Aber im Prinzip kann man sich hier mit einem Fullface schminken. Und das finde ich cool. Das ist halt auch immer genau das, was ich mir von solchen One-Brand-Schminke-Adventskalender wünsche. Wir haben hier keine Füllprodukte drin. Wir haben eine Probe mit dabei, aber das war auch angekündigt. Das Füllprodukt sind die Blotting Papers, aber das ist für mich irgendwie jetzt in dem Fall gar kein Füllprodukt. Also schon geil. Muss man wirklich sagen. Ich weiß es nicht, ob das auch abgebildet ist oder irgendwo steht, in welcher Farbe die beiden Base-Produkte sind, sprich der Moisturizing Tint und dieser Concealer, ne? Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt gewesen, das irgendwie anzugeben. Aber ich fand den geil. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich mega interessieren, was ihr darüber meint, ne? Und ja, das war's. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Ciao.